und herzlich willkommen zu Part 48 unseres Werde-Berühmt-Let's-Plays mit der lieben Hazel. Im letzten Part haben wir eine unglaublich schöne Hochzeit gefeiert. Es hat alles wunderbar funktioniert, das Wetter hat mitgespielt, die Location hat auf Anhieb gepasst, der eheliche Kuss war wunderschön. Ja, das war meine Vorstellung. Es lief ein bisschen anders. Für alle, die den letzten Part gesehen haben, werden sich gerade gedacht haben, hä? Aber was laberten die? Die lief doch voll komisch, die Hochzeit. Und ich sag nicht kacke, ich sag komisch, weil sie war ein bisschen komisch. Hazel war zwischendurch verschwunden, genauso wie Edgard. Und da mussten wir neu laden, sie waren wieder da. Genauso auch der Rest der Hochzeit. Keiner hat Blumen gestreut, keiner hat uns einen Ring gebracht. Und auch vielleicht gab es das ein oder andere Dilemma. Naja, Hochzeitskuchen haben wir auch, glaube ich, nie angeschnitten. Es war eine Desaster-Hochzeit, aber nicht für Hazel. Leute, für Hazel war diese Hochzeit perfekt. Genauso wie sie sich die immer gewünscht und geträumt hat. Ich hoffe, das stört im Hintergrund nicht so sehr mit der Klimaanlage. Ich muss sie leider bei den Temperaturen immer laufen lassen. Ich weiß, dass es ein Rauschgeräusch ist im Hintergrund, besonders wenn wir im Gameplay sind, werdet ihr es hören. Aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ist natürlich bald wieder vorbei. Wir haben ja schon Juni. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass wir ja nichtsdestotrotz für Hazel haben wir eine Traumhochzeit gehabt. Für sie in ihrem Kopf war das eine ganz tolle Hochzeit. Und wir sind jetzt mit Edgard zusammen in Sulani gelandet. Sie sind jetzt, während wir den Part gewechselt haben, sind sie geflogen und sind gerade in Sulani an ihrer Flitterwochen-Location gelandet. Und wir werden jetzt in diesem Part uns um ganz wichtige Dinge kümmern. Natürlich ums Flittern, aber auch um das Thema Baby. Denn, wie viele von euch ja bereits wissen, wird es so sein, dass Hazel ein weiteres Kind bekommen wird, ein drittes. Sie wird aber nicht wissentlich ein Kind bekommen, denn Edgard wird damit helfen. Ich glaube, dass er erst nochmal mit ihr so ein bisschen redet und versucht, sie ein bisschen hingegen zu beeinflussen, dass sie vielleicht doch bereit ist. Sie wird nicht bereit sein, ein weiteres Kind zu bekommen. Und dann wird er die Pille manipulieren und es geht alles Schlag auf Schlag. Sie kommt aus den Flitterwochen zurück, bekommt ein komisches Gefühl und so. Für alle, die Twilight geschaut haben, so in die Richtung wird es laufen. Ganz plötzlich, ganz spontan, ganz schnell. Nein, aber so in die Richtung. Und ihr habt mir ein paar Ideen zu Myron geschrieben, die werde ich euch während des Parts auch mitteilen. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst uns nach Sulani reisen und let's go! Sehen wir unsere wunderschöne Hazel. Ich liebe dieses Brautkleid. Am liebsten würde ich ihr das Kleid einfach für immer anlassen. Es sieht so wunderschön aus. Ja, und Edgard sieht auch ganz nett aus in seinem Anzug. Kannst du mal vom Schleier runtergehen? Sag mal, ich glaube, du spinnst. Der steht auf dem Schleier. Leute, also was ist mit dem? Wir mögen ihn nicht. Gut. Das ist die Location. Ich werde sie euch nochmal in der Infobox verlinken, beziehungsweise ich zeige sie euch hier nochmal, damit ihr sie einfach abscreenshotten könnt. Weil es kommt dann doch zu oft vor, dass ich das vergesse zu verlinken. Ist von Unyao. Unyoa. Unyoa. Mhm. Genau, richtig, richtig schöne Location. Das ist die ich jetzt hier in Sulani platziert habe. Und von außen könnt ihr schon sehen, die schreit nach Luxus, die schreit nach Geld. Ich habe keine Ahnung, was wir pro Unterkunftsnacht, also pro Nacht bezahlen. Wir haben hier oben, aber wir machen mal eine kleine Tour vielleicht. Komm, wir touren das mal ein bisschen, damit wir sehen, was uns hier erwartet. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen sehr schönen Eingangsbereich. Dann haben wir das hier, ist unser Wohnzimmer scheinbar mit der Küche. Ich mag das mit den verschiedenen Ebenen total gerne. Die Küche sieht auch sehr schön aus. Edgar hätte sich gewünscht, dass wir die Kinder mitnehmen. Wir haben aber darauf bestanden, ohne die Kinder Urlaub zu machen. Ach, guck mal, wie süß. Da können die zusammen drin baden. Das ist ja schön. Oh, das sieht so toll aus. Und dann gibt es hier noch einen schönen Außenbereich. Ach, Hazel, hä? Wäre schon schön, wenn es die große Liebe wäre. Naja. Gut, wir gehen mal hoch. Was haben wir oben so? Echt tolle Location. Bin ich immer ganz neidisch, wenn ich sowas sehe. Will ich auch direkt wieder bauen und sowas bauen. Wir haben hier auch ein Fitnessstudio. Das ist natürlich toll, weil Hazel, ihr wisst sie, ne? Was sind das hier? Wie kommt man da? Ach, krass. Wow, was eine tolle Location, oder? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Fitnessstudio. Hazel macht ja gerne Sport, ne? Kleines Badezimmer. Und das Schlafzimmer. Wow, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlafzimmer. Hier mit der Dusche noch und so. Mhm, sieht auch toll aus. Okay, wo sind wir? Ich habe mich verlaufen. Geht's noch eins hoch? Ich glaube, es ging noch eins hoch, ne? Haben wir noch eine Terrasse? Oh mein Gott, geil, Whirlpool. Ja, sehr, sehr schöne Location. Wir haben noch einen tollen Außenbereich hier. Und Hazel nimmt ja die Pille und sie verhütet ja auch. Allerdings, ja, wird ihr Boy dann da mithelfen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich es machen soll, weil ich habe ja gesagt, irgendwie möchte ich nicht, dass die zusammenziehen. Andererseits ist es vom Steuern her jetzt, glaube ich, schon einfacher, wenn ich ihn einmal mit zur Familie nehme. Vielleicht machen wir das so, dass wir ihn jetzt zum Haushalt hinzufügen, damit wir ihn auch ein bisschen steuern können und das ganze Storytelling-mäßig noch ein bisschen besser bearbeiten können. Und sobald Hazel ja offiziell merkt, dass sie schwanger ist, wird sie ja nicht direkt rausfinden, dass er was damit zu tun hat, aber
es wird ja dann rauskommen und ich finde, dann zieht er einfach wieder aus in seine Wohnung zurück. Aber jetzt für die Flitterwochen und für die nächste Zeit sollte er dann vielleicht doch wirklich bei uns in der Familie sein. Das macht es, glaube ich, einfacher. Geld nimmt er jetzt natürlich keins mit, weil er hat ja noch seine alte Wohnung und lebt ja da auch noch und so weiter, ihr wisst schon. So, oh mein Gott, Edgar, das ist ein ganz tolles Haus. Oh, das ist wunderschön, das hast du ganz toll rausgesucht. Wie viel kostet das? Ach, lass uns doch nicht über Geld reden, Hazel. Es ist doch unser Traum hier. Kommst du jetzt bitte hierher, du Lappen, ey. Ach ja, ihr zwei. Ach übrigens, Stella Ann ist gestorben. Habe ich gar nicht mitbekommen, ne? Hazel ist jetzt selbst so ein Star, bockt die gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall gucken wir mal ganz kurz nach, wie unser Girl denn verhütet. Hormonelle Empfängnisverhütung, das müssen wir natürlich ausschalten, weil sie wird ja nicht trotzdem sofort schwanger werden, ne? Wie macht man das, Hazel, my girl? Schutz? Hören Sie auf, hormonelle Empfängnisverhütung zu verwenden? Tut sie ja nicht. Sie hört ja nicht auf damit. Sie nimmt es ja weiter, aber offiziell halt auch nicht. Dann lasse ich die beiden jetzt erstmal. Es ist 1 Uhr morgens. Die müssen schlafen gehen. Es war ein harter Tag. So eine Hochzeit ist immer super anstrengend. Ich lasse sie jetzt zusammen schlafen. Also sie versucht natürlich jetzt kein Baby zu machen. Wobei, ich mache vielleicht doch erstmal ein normales Techtelmechtel. Man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben, ne? So, kommt mal hier hoch, ihr Hasen. Wo bleibt ihr denn? Okay, halt mich fest. Ja, wir halten dich so gerne fest, Eddie. Komm jetzt ins Bett. Oh, ihr Kleid, ich liebe es so, ne? Okay, während die beiden Liebe machen, werden wir uns ein bisschen ausklinken und ich werde euch erzählen... Was ist denn das für ein Sauwetter überhaupt? Wenn es jetzt die nächsten 3 Tage regnet, dann schimpfe ich aber. Nee! Nee, das machen wir nett, dass morgen regnet, Leute. Nee, das sind doch die Flitterwochen. Genau, ihr habt mir noch mal ein paar Ideen zu Myron geschrieben. Und bevor ich das jetzt dann doch vergesse in dem Part, möchte ich es euch gleich mitteilen. Und zwar ging es darum, wie sich Myron entwickeln soll. Einige von euch haben geschrieben, dass wir jetzt nicht unbedingt dieses Bad Boy, Good Girl wollen, weil unsere Macy ist ja schon ein verzogenes Good Girl. Und wir haben ja schon im Recht und Unrecht Let's Play diesen Kontrast zwischen Good Girl, Bad Boy. Und vielleicht brauchen wir das jetzt nicht unbedingt nochmal. Wir haben uns überlegt, dass wir es vielleicht so machen könnten, also so habe ich jetzt eure Ideen aufgefasst, dass wir die Geschichte in die Richtung lenken, dass Myron alles versucht, um Hazels Liebe zu gewinnen. Er versucht, ein guter Junge zu sein. Er versucht, ihre Gunst zu gewinnen, weil er liebt seine Mom über alles. Er hat ja eigentlich nur sie. Sein Dad ist doof, der hat noch 15 andere Kinder und kümmert sich nicht richtig um ihn. Und, naja, vielleicht nicht 15, aber ein paar andere Kinder. Dass er vom Internat geflogen ist, war sein Wunsch. Also er hat alles versucht, um geschmissen zu werden, damit er wieder nach Hause kann zu seiner Mom, zu seiner Schwester, weil er halt sehr familiengebunden ist. Und ihr habt es ja im letzten Part gehört, Hazel kann die Nähe zu Myron nicht wirklich zulassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sehr eingebildet wird, dass er versucht, alles zu tun, um seine Mama zu imponieren, dass er einen guten Job macht, damit er immer versucht, Macy zu übertrumpfen. Das fand ich sehr spannend, diesen Vorschlag von euch. Und den möchte ich gerne so ein bisschen umsetzen. Deswegen wird er trotzdem eigene Wesenszüge erstellen und wird immer mal wieder aus den Fugen geraten, sehr wahrscheinlich. Aber wenn wir so in die Richtung gehen, finde ich das sehr cool. Und ich bin mir sicher, wir werden in dieser Legacy, also es wird ja noch mehrere Generationen geben, das fühle ich total bei dieser Geschichte hier. Also ich weiß, dass wir weitere Generationen spielen werden, haben wir auch schon besprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann immer mal wieder ein Geschwisterchen geben wird, das komplett ablehnen möchte, diesen Reichtum und dieses Leben. Aber in dieser Familie, glaube ich, passt es sehr gut, dass Myron eben auch einer wird, der sehr viel Wert auf das Geld legt und auch darauf seiner Mama zu gefallen halt eben, ne? Okay, weiter geht's. So macht ihr immer noch Liebe. Heidewitzka, die waren ja immer noch Liebe. Ich habe pausiert, okay? Gut, schlaft jetzt. Versuch für ein Baby jetzt doch, oder was? Und Edgar denkt sich jetzt so, ja, ja, Hazel, du wirst die Mutter meiner Kinder. Du bist so bezaubernd. Und er geht jetzt ins Bad und hier steht ihr, ja, weiß ich nicht, ihr, wie nennt man sowas? Hygienetäschchen. Und er wird jetzt, während sie schläft, in dem Hygienetäschchen rumwühlen und die Pillenpackung austauschen. Er hat sich im Vorfeld informiert darüber, welche Pille sie nimmt und hat jetzt einfach die Blister, oder wie man das nennt, ausgetauscht gegen eine andere, die Placebos hat, also die keine Wirkstoff, also Medikamenten ohne Wirkstoff sozusagen, also die Pillen ohne Wirkstoff. Mein Gott, Sandra, finde doch zum Punkt, ey. Und das hat er jetzt gemacht. Somit ist die Empfängnisverhütung nicht mehr gewährleistet. Natürlich weiß ich auch, dass es nicht alles so schnell geht. Aber wir leben in Sims und ich weiß, dass ich das sehr oft wiederhole. Ich wiederhole es jetzt aber in diesem Part auch nochmal. In Sims geht die Zeit viel schneller rum als in unserem Leben. Die sind jetzt 3 Tage im Urlaub, 2 bis 3 Tage. Das müssten jetzt aber für die Geschichte so 4 Wochen sein eigentlich, damit das Sinn macht. 3 Wochen, 4 Wochen oder so. Und wir spielen es halt ein bisschen schneller. Deswegen passiert immer so viel auf einmal, aber das ist ja auch für euch schön, sonst müsstet ihr ja so lange warten, ne? So, er hat es jetzt gemacht, legt sich jetzt ins Bett und schläft mit ihr oder schläft bei ihr.
Und er wird sie, wie gesagt, auf das Thema Babys nochmal ansprechen. Hazel, was mit dir? Ja, du kannst pieseln gehen und dann schlafen. Hä, was macht unser Hund jetzt hier? Kann ich ihn nach Hause schicken? Nee, wir nehmen doch nicht unseren Hund mit. Ja, gut. Wir haben halt nichts für den Hund hier, ne? Aber warte mal, wir können doch Zubehör kaufen. Gut, dann kaufen wir halt Hundezubehör. Ach Mann, was macht denn der jetzt hier? Ich meine, ich liebe ja unseren Hund, aber ihr wisst schon, ne? Naja, gut. Hazel liebt ja Sahnetörtchen auch. Also Hazel schläft. Hazel schläft! Ey, wie lange dauert denn das bitte, bis das hier hochgeht? Was ist denn das für ein schlechtes Bett? Ja, schlaft jetzt aus. Hazel liebt es zu schlafen. Ja, unser Butler ist ja hier. Das ist ja super. Oh mein Gott, cool. Ey, ich helfe da jetzt mal ein bisschen mit. Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt so lange schlafen muss. Wir brauchen eine Massage. Gibt es hier eine Massageliege irgendwo? Nee, ne? Das ist schade. Jemand hat die Jetskis geklaut. Hier waren zwei Jetskis gestanden. Ich glaube, ich spinne. Nun. Gott, sie wacht jetzt auf. Ach, die Selbstständigkeit ist doch noch aus, oder? Das kann natürlich sein. Ah, okay. Aber mag ich eigentlich auch, wenn die auf mich hören, ne? Eddie, du bist ja schon wach. Oh mein Gott, es ist so früh. Oh, es ist schon 9, Hazel. Wie hast du geschlafen? Oh, echt gut. Also als verheiratete Frau schläft man doch nochmal ganz anders. Ja, total. Fand ich cool. Wir hatten auch eine tolle Nacht. Ja, total toll, Eddie. Naja, Hazel, wir sollten, weiß ich nicht, jetzt macht ihr eine Massage oder so. Nee, umgedreht. Wäre schön, wenn er ihr eine Massage gibt. Er sagt jetzt, ich fand unsere Hochzeit auch so wundervoll, Hazel. Ja, es war echt schön gewesen. Ich muss duschen, Eddie. Nicht jetzt. Was ist denn mit dir? Mensch, also du bist ja kaum noch hart zu halten. Er wollte schon wieder und sie sagt so, Eddie, jetzt warte doch mal bitte. Ich muss erst mal duschen. Ach, nur weil wir jetzt verheiratet sind, aber mach doch mal langsam. Wir haben es doch nicht eilig. Wir haben den Rest unseres Lebens, Edgard. Ja, das ist natürlich wahr, das stimmt. Und er denkt sich so, ich hab's so eilig. Meine innere Uhr tickt und körperliche Uhr und sowas und so weiter, ne? Ja, ich gehe jetzt erstmal baden, Edgard. Mensch, ich brauche jetzt mal ein bisschen eine kleine Pause. Und danach können wir uns gerne im Whirlpool treffen. Oh, ja, das hört sich gut an. Kommst du mit baden? Ja, natürlich. Okay, komm. So tun wir dies. Er möchte den Butler tadeln. Warum? Einfach so. Weil ihm danach ist. Oh mein Gott, wir kriegen schon 120 Simoleons Tantiemen. Och, Hazel, was mit dir? Dann geh doch duschen. So, Edgar, du gehst den Butler tadeln. Sir? Was haben sie denn jetzt schon wieder gemacht? Sie sollen was zu essen kochen, habe ich gesagt. Wir haben hier unsere Flitterwaren. Das soll das schönste Erinnerung unseres Lebens werden. Jetzt machen sie doch mal was zu essen. Natürlich mache ich etwas zu essen, Sir. Was möchten sie? Wie, was möchte ich? Muss ich mir jetzt selbst noch was raussuchen? Kann er gar nicht kochen? Warum? Oder kann nur Hazel ihm Aufträge erteilen? Das wäre ja komisch, ne? Oh mein Gott, Joe ist ein wenig irritiert. Er tut mir so leid. Hey, der ist so ein guter Butler. Ja, aber ich habe jetzt auch keine Lust. Personal einstellen. Caterer engagieren. Ja, das Essen ist in the making, meine Liebe. Du kannst in der Zwischenzeit gerne... Wo ist denn der Whirlpool? Ich muss immer alles suchen hier. Techtelmechtel mit Eddie. Er macht hier mal die Aura an. So, Eddie, jetzt bin ich fresh. Oh mein Gott, hier ist ja noch ein schöneres Schlafzimmer. Das ist ja noch toller als das von unten. Ja, dann gehen wir doch zukünftig hier hin. Wer ruft dich denn jetzt an? Irgendjemand schalt weg. So, jetzt gehen sie hier in den Pool und ja, verbringen einfach eine gemeinsame Zeit. Die Flitterwochen, meine Süßen, die Flitterwochen. Oh ja, das ist ein schönes Bild. Süß seid ihr. Das ist... Na gut, macht eure Dinge. Ich misch mich nicht ein. Und sie reden jetzt einfach noch ein bisschen. Und Edgard sagt, Mensch, Hazel, ich finde deine Kinder echt toll. Oh, danke schön. Sie sind Schätze. Ja, ja. Wieso war Myron eigentlich nicht mehr im Internat? Wegen der Hochzeit? Ja, natürlich. Darling, wegen der Hochzeit. Damit er bei uns ist. Du wolltest doch so gern, dass er dabei ist. Und naja, seine schulische Leistung, es hat sich ein bisschen was verschoben. Und er ist wieder zu Hause. Wow, das ist toll, Hazel. Findest du? Ich dachte, es gefällt dir, dass er was aus seinem Leben macht. Naja, ich finde es schon schöner, wenn er bei seiner Mutter aufwächst. Da ist doch toll. Und er sollte schließlich da aufwachsen, wo wir sind. Weißt du, wir sind doch seine Familie. Ja, das stimmt, Darling, das stimmt. Kinder sind das Wichtigste auf der Welt. Ja, ja. Und wir sollten sie schützen. Und ich finde es schade, dass du schon abgeschlossen hast mit der Familienplanung. Ja, ich habe abgeschlossen. Ich bin fertig. Also mir reichen zwei Kinder völlig. Also das war ja eh schon... Also nein, also eigentlich wollte ich ja gar keine Kinder. Und jetzt kam ja Mace und dann... Ach man, nein, also ich bin fertig. Ja, aber ich meine, wir sind ein Team. Und wir könnten schon... Nein, auf gar keinen Fall. Ich muss meine Karriere steht im absoluten Fokus und ich habe keine Zeit für Kinder. Nein, musst du doch auch gar nicht haben. Ich habe doch Zeit für Kinder. Sag mal, wir hatten das doch geklärt, Edgard. Naja, ich meine, er gibt doch immer ein bisschen Spielraum. Nein, gibt es nicht. Edgard, ich bin fertig mit der Planung. Mir reicht es. Ich habe zwei Kinder und sie machen mir genug Stress und Sorgen und Arbeit. Naja, das, ja. Ich denke, es würde dir gut tun, ein weiteres Kind. Edgard,
ich nehme die Pille. Und ich habe einen super Frauenarzt, der hat mir die beste Pille auf dem Markt verschrieben. So schnell werde ich nicht mehr schwanger. Und außerdem verhüten wir doch. Oder verhütest du nicht zu... Hatten wir nicht verhütet? Naja, du nimmst doch die Pille, oder? Zu wie viel Prozent ist die sicher? Naja, 99,9% oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Ja, nee, da wird schon nichts passieren. Nein, ich denke auch nicht. Und wenn dann, naja, muss man halt gucken. Weil ich habe euch ja schon mal gesagt, dass Hazel auch bei Myron überlegt hatte, ihn vielleicht tatsächlich die Schwangerschaft abzubrechen. Das hat sie aber dann nicht gemacht natürlich, weil sie sich da auch nicht wohl beigefühlt hat bei dem Gedanken. Aber ja, und Edgar wird sagen, naja, wenn es passiert, passiert's. Edgar, auf gar keinen Fall passiert da irgendwas. Ja, ich meine ja nur, das meine ich. Ich meine ja nur, das wird ja nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Naja, jetzt lasse ich sie noch ein bisschen flirten. Wobei es Hazel jetzt natürlich nicht gefallen hat, was er gesagt hat, ne? Also fand sie ein bisschen unangenehm. Und sie sagt jetzt, ich muss jetzt auf Toilette und ich habe so einen Hunger. Mein Gott, wie kann man denn so einen Hunger haben? Unglaublich. Ich muss los und ich brauche was zu essen, dringend. Und er, ja, wir gehen noch runter. Ah ja, perfekt. Die Caterer-Lady kocht ganz fleißig. Okay, ich würde sagen, sie kündigen wir dann auch an der Stelle wieder. Es reicht mir dann auch wieder mit ihren Tätigkeiten. Nein, wie kündigt man denn so Leute wieder? Hilfe, ich möchte kündigen. Freundlich bitten zu gehen. Oh mein Gott, sie macht noch mehr. Hazel genießt ihre Flitterwochen. Und natürlich postet sie auch, weil wir kennen alle Hazel. Sie würde sich das nicht entgehen lassen, auch einen Social-Media-Post zu machen. Überglücklich postet sie jetzt. Ein absoluter Traum. Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Diese ganzen Sachen. Ich wüsste gerne, ob es eine maximale Anzahl an Followern gibt. Gut, kannst du mit Eddie vielleicht hier sitzen und entspannen? Oh, schön. Sie genießen ihren Urlaub auf jeden Fall. Ich frage mich, ob... Ja, es macht sich schon bemerkbar, oder? An der Blase und am Hunger. Es könnte sein, dass es schon geklappt hat, ihr Lieben. Wie aufregend. Ich glaube, ich würde aber einstellen, dass die Schwangerschaft jetzt wieder länger geht. Haben wir hier irgendwo einen PC? Natürlich nicht, ne? Super, ey. Nie gibt es einen Computer, wenn ich einen brauche. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ein bisschen länger jetzt schwanger sind. So, wir haben Computer. Also, wir schauen jetzt natürlich noch nicht, ob Hazel schwanger ist. Ich weiß, ihr seid jetzt alle sehr, sehr neugierig. Ich ja auch. Aber wir gucken jetzt nicht, weil wir müssen die Spannung halten. Weil sie kommt ja jetzt gar nicht auf die Idee, schwanger zu sein. Deswegen macht sie jetzt natürlich auch keinen Test. Aber wir wollen die Dauer der Schwangerschaft ändern. Kann ich das hier überhaupt machen? Oder kann ich das nur beim ausgewählten Sim machen? Verdammt. Das geht gar nicht mit dem Computer. Oh nein. Doch, Schwangerschaftsdauer. Juhu! Wir machen jetzt mal 6 statt 3, also doppelt so lang. Neustart. Nee! Okay, wir starten kurz neu. Okay, Eddie, möchtest du dich nochmal dazulegen? Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie der Dialog war. Also ich habe jetzt neu gestartet. Die hatten, glaube ich, gerade irgendeinen Dialog geführt. Naja, sie sind auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen am Chillaxen. Und ja, ich bin mir fast sicher, dass es geklappt hat. So schnell, wie das runtergeht. Geht's dir gut, Hazel? Du siehst so blass um die Nase aus. Mir geht's gut, Eddie. Luis, kannst du mal kurz reingehen? Ich muss noch Mace antworten. Wir haben doch Urlaub. Mace wollte was von mir. Luis hat ihr geschrieben und schreibt jetzt natürlich nicht wegen der Verabredung, weil er weiß ja, dass sie in den Flitterwochen ist. Hey Hazel, du hast dich gar nicht mehr gemeldet. Ich wollte dir nur schöne Flitterwochen wünschen. Genieß die Zeit. Und jetzt denkt sie natürlich an ihn und sagt, Edgar, mir... Möchtest du einen Cocktail? Ja, ich möchte ganz dringend einen Cocktail. Sie weiß natürlich nicht, dass sie schwanger ist, ne? Edgar gibt ihr was Alkoholfreies, ohne dass sie das weiß, weil Edgar rechnet natürlich damit, dass sie jederzeit schwanger sein kann. Er wird jetzt für Hazel ein nicht-alkoholisches Getränk zubereiten. Sie wollte nichts. Sie will nichts. Warum? Alkoholfreier Kaipi macht sie sich jetzt, beziehungsweise er macht das ihr... Ja, Leute, er macht ihren alkoholfreien Kaipi, weil Hazel würde natürlich einen richtigen Kaipi trinken, wenn sie könnte, ist ja klar. Er hat ihr den jetzt gemacht und sie sagt, aber ist da überhaupt Alkohol drin? Ist das denn wichtig? Wir brauchen noch kein Alkohol, oder? Ich weiß nicht. Also, wie sieht's denn hier aus, ey? Naja. Und ich lasse die beiden jetzt nochmal zusammen ins Bett gehen, weil, ja, wie gesagt, sie hatten ja jetzt auch eine schöne Zeit zusammen. Und jetzt gehen sie wieder miteinander schlafen, weil er weiß ja auch nicht, dass es schon geklappt hat. Ich bin mir sehr sicher, dass es geklappt hat, aber das weiß er ja noch nicht. So, ich hoffe, sie schafft es noch rechtzeitig auf Toilette. Die Kinder machen ihr Ding. Myron hat auch bald Geburtstag, ne? Der wird jetzt bald zum Teenager. Voll cool. Dann geht er vielleicht auch auf die gleiche Schule wie Mace. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn immer so ein bisschen...
necken wird und sagt, ja, kümmere dich um deinen Scheiß und so, dass sie so ein bisschen die gemeinere Schwester wird, während sie sich halt sehr auf sich konzentriert und er halt einfach versucht, ja, ein guter Junge zu sein für seine Mom halt. So, kannst jetzt mal schlafen gehen, Hazelmaus? Komm, komm. So ist richtig. Wie süß Sahnetörtchen jetzt einfach hier mit dabei liegt, ne? Oder wir haben eine 16.266 Simoleons Rechnung bekommen. Easy. Gar kein Problem. Was jetzt? Ostern? Nee, das feiern wir hier ja im Haus gar nicht, weil wir sind ja in den Flitterwochen. Somit feiern unsere Kinder leider auch kein Ostern. So, und er ist ganz guter Dinge, dass das geklappt hat. Aber er weiß halt auch, dass sobald Hazel wieder anfängt zu arbeiten, er nicht mehr so oft die Gelegenheit haben wird, sie zu versuchen, zu schwängern sozusagen. Deswegen hat er jetzt natürlich auch viel versucht, dass das jetzt noch klappt. Wieso? Warte mal, wieso? Was? Mach mal Pfannkuchen, komm. So, Hazel postet jetzt erstmal einen tollen Beitrag, wie wundervoll das Leben in Sulani ist und dass sie sich hier ein Leben für immer vorstellen könnte. Traumhafte Insel, bla bla. Diese Dinge eben. Obwohl es ihr gerade irgendwie ganz anders geht, versucht sie natürlich trotzdem zum Schein. Aber eigentlich geht es ihr gerade gar nicht so gut. Sie hat Bauchschmerzen, ihr ist übel und sie denkt jetzt einfach, dass sie was Falsches gegessen hat. Fremdes Land, vielleicht liegt es einfach an der Hitze auch. Aber irgendwie fühlt sie sich nicht so wohl gerade. Sie hat einen irrationalen... Oh Gott, sie hat einfach alles. Vergessen wir es. Kann ich gar nicht alles vorlesen, was sie hat. Sie möchte gerne eine Fähigkeit verbessern. Ja, du kannst gleich essen gehen. Könntest du dir selbst mal Zuspruch geben und dann vielleicht ein bisschen Schauspiel üben? Oh Gott, oh Gott. Ich lasse sie mal sich beruhigen und dann noch erstmal was essen. Unser Hund frisst den Müll vom Boden. Gut. Wer ruft Eddie an? Bringt es dir was, Hazel? Nur teilweise, ne? Oh mein Gott, Leute, das geht so schnell runter hier. Hazel, jetzt hol dir was zu essen, bitte. Ja, das Haus ist ganz toll. Es ist halt aber auch sehr groß, ne? Und dadurch sind die Wege halt sehr weit. Das finde ich immer ein bisschen anstrengend bei so großen Häusern. Sie merkt halt, dass sie unglaublichen Hunger hat, ständig Pipi machen muss und dass ihr seit Tagen irgendwie übel ist, aber sie weiß gar nicht, warum das jetzt so ist und macht sich jetzt auch gar nicht unbedingt einen großen Kopf darüber. Sie denkt halt, naja, ja gut, ich meine, zu Hause wird es wieder besser und so. Oh, wer ruft an? Mach dich so schnell wie möglich auf den Weg zu einem Casting. Ah nein, wir sind doch in den Flitterwochen, wir können nicht zu einem Casting. Können wir wirklich nicht, das können wir nicht machen. Andererseits ist das Hazel, ne? Und wir könnten ja so tun, ah okay, was wir natürlich machen können, wir können sagen, dass das Casting gleich um die Ecke ist. Deswegen wurde sie angerufen. Ach warte mal, müssen wir aber jetzt nicht sofort los? Boah, das bringt uns schon viel Geld, ne? Wahrscheinlich ist das Casting jetzt erst morgen. Ja, Mittwoch, okay. Ja, gut, dann passt es ja. Bis dahin sind wir wieder zu Hause. Wie sie läuft, ey. Sie muss noch eine romantische Szene aufführen und das verspielte Gefühl erforschen. Ich glaube, dafür muss sie erstmal verspielt sein, oder? Nee, kann sie direkt. Romantische Szene üben. Okay, wo ist denn Edgard? Hi, Boy. Lass uns romantisch sein. Szene für Trinkgeld aufführen? Ist es das? Oh mein Gott, man sieht ja schon was. Oh mein Gott, man sieht schon was. Okay, wartet kurz. Zählt das? Okay, das zählt. Was machst du denn jetzt hier? Okay, wartet, ich habe die Story. Moment. Wir müssen das einmal kurz fertig machen mit Edgard. Moment, hallo, stopp, Pause. Moment einmal, bleib doch mal stehen. Moment. Ich habe die perfekte Story. Passt kurz auf. Wir machen diese Szene einmal noch fertig. Okay, es hat nicht geklappt. Ah, wie machen wir das? Olivia, was machst du denn jetzt hier? Nee, Olivia geht wieder weg. Das passt doch nicht so gut, wie ich dachte. Weil ich möchte, dass Hazel noch nicht sofort sauer auf Edgard ist. Natürlich findet sie es jetzt blöd, wenn sie das jetzt rausfindet. Aber ich finde, er sollte nicht sofort die Schuld tragen. Das kommt erst, dass er daran schuld sein könnte. Und dann wird die Wut größer, okay? Sie merkt jetzt, dass irgendwas nicht stimmt und hat ihren Butler losgeschickt, einen Schwangerschaftstest zu kaufen. Und sie geht jetzt hier auf Toilette, jetzt geht's halt nicht mehr, ne, weil es jetzt ist schon passiert sozusagen, und macht ihn jetzt und sieht, dass dieser Test positiv ist. Und sie lässt jetzt einen Riesenschrei fahren, weil sie erschreckt natürlich total. Und Edgard rennt jetzt ins Bad und sagt, was ist denn los? Hazel, was ist los? Was ist passiert? Edgard, oh mein Gott, du wirst es nicht glauben. Oh mein Gott, es ist alles vorbei. Mein Leben ist ruiniert. Es ist das Schlimmste passiert, was, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist denn los, Hazel? Was ist mit dir? Sieh dir das an. Und sie hält ihm jetzt einen Schwangerschaftstest direkt ins Gesicht und sagt, wie konnte das passieren? Oh mein Gott, wir müssen sofort zum Frauenarzt. Ich muss wissen, ob das stimmt. Und sie wird natürlich jetzt noch nicht glauben, dass es wirklich so ist. Ach, naja, also, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und er freut sich natürlich total. Hazel, das sind doch tolle... Nein, 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 nein. Das kann gar nicht stimmen. Ich nehme ja meine Pille und ich nehme sie immer sehr sorgfältig. Ich habe sie noch nie
vergessen. Nein, das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Außerdem, nein, das muss ein Irrtum sein. Wir gehen sofort nach Hause. Aber wir brechen die Flitterwochen ab. Mir reicht's. Außerdem hat Myron ja auch noch Geburtstag. Und den darf ich nicht nochmal vergessen. Wir werden die Flitterwochen jetzt abbrechen. Ich werde sofort zum Frauenarzt fahren. Das kann nicht sein. Das muss untersucht werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, 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 nein. Das ist ein großer, großer Albtraum. Und wie gesagt, wir werden im nächsten Part zum Frauenarzt fahren und rausfinden, ob Hazel... Also, naja, es ist jetzt nicht mehr so ganz krass zu verleugnen, dass sie schwanger ist. Das könnte aber auch natürlich im Blähbauch sein. Hazel ist ganz arg aufgebläht gerade. Und ja, sie will es jetzt natürlich noch nicht wahrhaben und will erstmal zum Doktor. Das ging jetzt noch ein bisschen schneller, als ich erwartet hätte. Ich dachte, wir könnten gerade die erste Phase ein bisschen länger rausziehen. Und wir werden jetzt nach Hause gehen, den Urlaub sozusagen abbrechen, Urlaub beenden. Ja, haben wir überhaupt irgendwas bezahlt für diesen Urlaub? Mietobjekt habe ich hier gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas bezahlt haben jetzt für diesen Urlaub. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, Myron hat sich richtig schick gemacht. Er ist immer noch im Hochzeitsdress. So, ihr zieht euch jetzt mal bitte um. Irgendwas, was kaschiert. Das hier. Ja, das kaschiert super. So, und sie geht jetzt nach Hause. Ach, ihr habt nicht mir gesagt, dass ich mal die Haustür ändern könnte, ne? Damit die nicht immer falsch anklopfen. Ich glaube sogar, dass ich das schon mal gemacht habe, dass das nichts geändert hat, ne? Probieren wir's. So, sie kommt jetzt nach Hause. Hier sieht es natürlich ein bisschen unordentlich aus, weil unser Butler ja mit uns in den Flitterwochen war. Mom? Mom, bist du zu Hause? Oh, wie schön. Mom, hallo. Wie war denn euer Urlaub? Und oh, wie schön, dass du wieder da bist. Und Myron freut sich halt total, seine Mom wiederzusehen. Bitten sie darum, andere Eltern zu besuchen? Krass. Und er freut sich jetzt total und sie sagt, Myron, bitte lass die Mami in Ruhe. Der Mami geht's heute nicht so gut. Aber Mom, was ist los? Nein, die Mama, die hat ganz viele Sorgen. Ich muss zum Doktor. Oh nein, bist du krank, Mom? Sowas ähnliches. Ja, Schatz, ich bin krank. Ich muss zum Doktor. Ich begleite dich. Nein, nein, ich gehe alleine zum Doktor. Nein, Hazel, ich gehe mit dir mit. Das ist mir wichtig, dabei zu sein. Edgard, ich möchte da alleine hin. Keine Debatte. Debatte? Kein Widerwort. Ich gehe mit dir dahin, weil Edgard hat nämlich Angst, dass Hazel da irgendwie was macht, was er nicht will, ne? Ist klar. Wir haben übrigens nie über die Lippen gesprochen, die ich ihr habe aufspritzen lassen. Also Edgard hat das nie irgendwie festgestellt, ne? Hoppala. Wir haben übrigens nie drüber gesprochen. Und jetzt sagt Mace, Mom, bist du zu Hause? Nein, Schatz, ich muss gleich wieder los. So, jetzt werden wir mal die Rechnung bezahlen, weil die auch sehr hoch ist. Ja, wir haben eigentlich noch genug Geld im Dings. Und unser Girl wird mal ihrem Klassenkameraden eine SMS schreiben, beziehungsweise sie ruft ihn mal an, plaudert ein bisschen mit ihm. Und was ich gerne noch machen möchte, während Hazel jetzt hier schmollt, wir gehen mal... Die Arme, die schmollt ja gar nicht, aber... Naja, wir gehen mal kurz hier hoch und werden einmal ein Video aufnehmen noch, weil das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Wir werden erstmal schauen, was so die Trends sind. Komm mal hier hoch, Girl. Weiter Weg, ich weiß. So, Kokettenvlog, Malerei, DJ-Mixen. Wir machen Beauty-Tipps. Also es macht schon Sinn, sich um diese Trends zu kümmern, aber da müsste ich sie jetzt erstmal in die Stimmung kokett bringen und so weiter. Das ist jetzt gar nicht so einfach, sie da hinzubringen in diese Stimmung. Und dann mache ich jetzt an der Stelle Pause. Wir werden auf jeden Fall den Vlog noch fertig aufnehmen. Ich speichere direkt mal. Und wir werden im nächsten Part den Schwangerschaftstest beim Frauenarzt bestätigen lassen. Wir werden in eine Privatklinik fahren, natürlich von den Promis auserwählt. Da werde ich noch eine platzieren. Und dort werden wir dann praktisch rausfinden, was da jetzt in ihrem Bauch heranwächst, welches Geschlecht sie bekommen wird. Und Edgard wird dabei sein wollen, um natürlich sicherzustellen, dass Hazel da keine Dummheiten macht oder sonst irgendwas. Ne? Es wird sehr spannend. Hazel ist jetzt schon aus dem Häuschen, obwohl sie eigentlich noch gar nicht offiziell weiß, dass sie wirklich schwanger ist. Es war ein Test, den sie gemacht hat. Und klar, die Symptome sprechen dafür, aber sie kann sich gerade gar nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Das ist schon krass, ne? Ja, jetzt sind wir schon im Part 48 und jetzt ist es soweit, dass der Haupt-Tee endlich passiert. Ich freue mich total, weil das heißt natürlich auch, dass es bald mit Base weitergeht. Wir lassen das ja so ein bisschen auf uns zukommen, wie viele Parts wir spielen. Und 48 sind schon eine Hausnummer, finde ich. Aber ich will es halt auch nicht einfach beenden jetzt, ne? Weil jetzt ist auch gerade super spannend und ich liebe dieses Rich Life. Ich liebe die Geschichte von diesem Let's Play, das ist neben den anderen Let's Plays. Also ich kann euch gerade gar nicht sagen, ob das Zusammenwachsen des Recht und Unrecht oder das Let's Play hier mein Lieblings-Let's Play ist. Ich finde es einfach alles drei auf seine Weise gerade so, so schön zu spielen. Es macht unglaublich viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass ihr auch viel Spaß beim Zuschauen habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, meine Lieben. Macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssli!